Hallo Autofans, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Nightscars. Ja, und in dem heutigen Video, ihr seht ja schon, der Ford EcoSport ist immer noch hier, nehme ich euch mit auf einen kleinen Fahreindruck. Ich spreche über den Motor, Getriebe, Komfort, über die Schaltung, Lenkung, Bremse etc. pp. Und generell, wie sich das Fahrzeug so fährt. Ja, Autofans, seid gespannt. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen hier zum Fahreindruck mit diesem Ford EcoSport in einer Titanium-Ausstattung mit dem 1 Liter EcoBoost-Motor mit 125 PS. Ja, stellt sich immer die Frage, wie fährt sich so ein City-SUV im Gegensatz zu seinem Derivat von dem Abstand, in dem Fall vom Ford Fiesta. Ja, ich fange erstmal mit dem Motor an. Ja, hier verbaut der mehrmals prämierte Motor, der 1,0 Liter EcoBoost mit 125 PS. Und ja, wie ich in dem Fazitvideo dann sagen werde, ist das für mich der beste Motor im Kleinwagensegment. Ja, ich betone Kleinwagensegment. Weil ich konnte ihn auch schon im Ford C-Max fahren und im Ford Focus. Ja, da fand ich ihn dann nicht mehr ganz so toll, weil er dann doch mehr zu tun hat. Mit dem Mehrgewicht des jeweiligen Fahrzeugs. Und da war er nicht ganz so überzeugend. Aber in der Kleinwagenklasse ist es eigentlich der perfekte Motor, weil er den Spagat gut hinbekommt. Ja, zwischen Temperament, Spritzigkeit und dennoch Sparsamkeit. Ja, also das kann der 1 Liter EcoBoost sehr gut. Er fühlt sich in der Stadt sehr wohl. Also da ist das Ansprechverhalten von dem Motor sehr gut. Da merkt man richtig, dass auch der Wagen mit dem, wo er denn drin ist, auch für die Stadt konzipiert ist. Und der Motor passt da perfekt. Ja, also er kann von Ampel gut wegsprinten. Ja, auch im Durchzug innerhalb von der Stadt alles super. Ja, auch so kleine Überlandtouren. Ja, das kann er auch. Gerade so Landstraße. Also das kommt ihm auch noch sehr gut entgegen. Wo er denn ein bisschen Probleme hat, ist denn auf der Autobahn. Also wenn man da schneller fahren möchte wie Richtgeschwindigkeit, da wird es dann schon ein bisschen zäher. Ich sag mal so, bis 130, 140 macht der Motor alles mit, alles super. Aber was denn darüber hinausgeht an Geschwindigkeit, ja, also da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Entschuldigung, und ein bisschen Geduld, ja, also da. Ja, da braucht er schon ein bisschen, ja. Und wenn man ihn denn auch so schnell bewegt, dann fängt der Kleine auch das Saufen an, ja. Also, ja, also da merkt man vom Downsizing dann nichts mehr. Also da trinkt er wie ein Großer, ja. Und ich würde mal behaupten, der 1 Liter EcoBoost ist dann auf der Autobahn, schluckt er sich doch mehr Sprit wie bei mir im Focus der 1,5er EcoBoost mit 150 PS, ja. Also, weil der doch souveräner ist und mehr Leistungsreserven hat und immer im besseren Drehzahlband ist durch die Automatik, denke ich mal, auf der Autobahn ist halt der größere Motor dann besser. Es gibt ja den 1 Liter hier auch noch mit dem 100 PS Variante. Ja, der ist ähnlich wie der mit 125 PS. Die nehmen sich eigentlich nichts viel. Auf dem Papier sind, glaube ich, die Beschleunigungswerte und auch der Verbrauch gleich. Aber wenn, dann würde ich schon den 125 PS Motor nehmen. Es gibt ja dann noch die etwas höhere Ausbaustufe mit 140 PS.
Also die würde ich mir jetzt getrost sparen. Also ich wäre mit dem 125 PS Motor mehr wie zufrieden. Der würde mir auch voll und ganz ausreichen. Wenn ich mir so einen EcoSport holen würde, wäre es bei mir ja dann eh nur der Zweitwagen. Und der würde dann wahrscheinlich nicht so viel Überlandstrecken, Autobahnstrecken sehen, wie, sage ich mal, unser Hauptauto. Aber wer diesen EcoSport als Hauptauto sich anschafft und kein anderes, ja, der könnte vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich die Variante mit 140 PS zu holen. Und das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn das jetzt mein einziges Auto wäre. Ich hätte kein anderes Auto zur Verfügung. Dann würde ich wahrscheinlich auch den mit 140 PS nehmen. Aber wenn ich ihn als Notwagen einsetzen würde, also würden mir die 125 PS ausreichen. Ja, wie ihr eben gesehen habt, bin ich jetzt auf die Autobahn hochbeschleunigt. War alles kein Problem. Ich brauchte jetzt hier nicht ewig den Motor ausdrehen. Ja. Ruckzuck bin ich dann auf Richtgeschwindigkeit 130. Ja. So, also Motor ist tippitoppi. Gibt es eigentlich nichts dran zu mäkeln. Einen Nachtrag habe ich aber noch. Ich hatte ja den jetzt schon ein paar Mal gehabt, den 1 Liter. Und jedes Mal in den Fahreindrücken hatte ich ja gesagt, dass der Motor halt so vom Start aus so vorspringt, wenn man mit der Kupplung nicht aufpasst. Das ist in dem Wagen nicht so. Also er fährt hier ganz normal an, wie jeder andere auch, ohne dass er so einen Satz nach vorne macht. Ich weiß nicht, woran das lag, ob jetzt die Kupplung schon ein bisschen eingefahren ist, ja, weil der Wagen hat jetzt hier 6350 Kilometer drauf. Vielleicht liegt es da dran und die anderen hatten weitaus weniger. Keine Ahnung. Jedenfalls springt er nicht so nach vorne. Aber trotzdem, Motor ist top. Ausreichend Leistung, Spritzigkeit, alles vorhanden. Komme ich jetzt zum Getriebe. Hier in dem EcoSport ist ja die 6-Gang-Handschaltung verbaut. Optional gibt es den EcoSport auch mit dem 6-Gang Power-Shift-Automatik-Getriebe. Also wenn ich mir einen EcoSport kaufen würde mit dem 1 Liter EcoBoost, ich würde dieses 6-Gang Schaltgetriebe wählen, weil ich ja im Ford Fiesta, in dem Ford Fiesta MK8 Vignale, hatte ich ja die Kombo 1 Liter EcoBoost und die 6-Gang Power-Shift-Automatik und die hat mich dann wirklich nicht überzeugt. Weil jedes Mal, wenn man den beschleunigt hat oder ein bisschen stärker beschleunigt hat, doch die Automatik sehr lange gebraucht hat, um überhaupt mitzukriegen, was der Fahrer will. Da finde ich doch das Schaltgetriebe. Ja, das passt besser zu dem 1 Liter EcoBoost Motor. Ja, es hat 6 Gänge. Ganz früher, also wo der EcoSport auf den Markt kam mit dem 1 Liter, da war es nur 5-Gang-Getriebe. Jetzt haben sie ihm noch den 6. Gang spendiert und das finde ich gut, um die Drehzahl auch ein bisschen unten zu halten, wenn man wirklich auf der Autobahn so bei Reisegeschwindigkeit ist. Ja, also das ist schon gut. Ja, eine Besonderheit hat ja das Getriebe hier, was an dem Motor angekoppelt ist. Und zwar, dass der Rückwärtsgang hinten rechts ist, also im Prinzip hinter dem 6. Gang. Ja, das ist bei Ford so, zumindest bei den 1 Liter EcoBoost Motoren, bei den größeren Motoren ist das vorne links beim 1. Gang. Die Variante finde ich jetzt auch im Alltag besser, als wie wenn die da hinten rechts ist. Gerade wenn man denn das erste Mal mit dem Wagen fährt, also da bricht man sich fast das Handgelenk. Also das ist nicht ganz so intuitiv, wie das, als wenn das da vorne links wäre am 1. Gang. Also, aber man gewöhnt sich dran. Ich war jetzt 2 Tage mit dem Wagen unterwegs. Also das ging jetzt schon in Fleisch und Blut über. Und auch die Fahrten mit dem Schaltgetriebe, weil ihr wisst ja, wir haben ja 2 Autos, da haben sie alle Automatik. Und ich bin so richtig Automatik-Fan geworden. Aber das war auch ohne Probleme, habe ich mich da wieder zurechtgefunden mit dem Schaltgetriebe. Alles wunderbar. Ich sag mal so, die Schaltwege sind jetzt nicht ultra kurz wie in einem Sportwagen, muss es aber auch nicht sein. Das ist ja ein City-SUV. Also wie gesagt, Motor, Getriebe, top und passt auch perfekt zueinander. Da gibt es nichts zu mäkeln. Ja, komme ich jetzt zur Lenkung.
Ja, ich bin ja eigentlich so ein Fan von leichtgängigen Lenkungen, ja, wo man wirklich da mit einem Finger im Stand das Lenkrad drehen kann und kurbeln kann, dass das Wenden da richtig Spaß macht. Da merkt man eben ja, dass ja, das Baujahr, sage ich mal, nicht an, aber die Bauzeitraum von 2014 an merkt man ihn schon an. Dass die Lenkung ist noch gefühlt von dem Ford Fiesta MK7. Sie ist dann nicht ganz so leicht in der Stadt wie jetzt in den neueren Modellen, ja, wo das wirklich sehr leicht die Lenkung geht und sehr spitz und direkt ist. Also direkt ist sie schon noch, aber sie ist halt nicht ganz so leicht und komfortabel, wie das in den neueren Ford-Modellen ist. Aber trotzdem hat man damit keine Probleme. Man kann in der Stadt im Parkhaus, man ist da richtig wendig unterwegs. Also das ist wirklich, wirklich gut. Sie gibt gutes Feedback ab, die Lenkung, ja, wo man genau auf der Straße jetzt ist und wie da die Fahrbahnbeschaffenheit ist. Also sie gibt gute Rückmeldung, das gefällt mir gut. Also die Lenkung vom Ford sind eh generell ja, eine der besten Lenkungen, die es eigentlich auf dem Markt gibt. So, komme ich nun zum Komfort. Ja, also meist so hochgebockte SUVs sind ja tendenziell straffer abgestimmt wie ihre Derivate, die normalen PKWs, sag ich mal. Ja, das ist hier auch so bei dem EcoSport. Er ist ein bisschen, also eher straffer abgestimmt wie der Fiesta, aber er ist gut abgestimmt. Also er ist nicht zu straff, so dass er so hoppelig ist oder so. Ja, also das haben die Ingenieure richtig gut hinbekommen. Aber ich denke mal auch, das liegt auch daran, dass es eine Titanium-Ausstattung ist. Bei einer ST-Line wäre es wahrscheinlich noch einen Ticken sportlicher. Aber so ist es eigentlich ja, von der Härte her ideal. Also er ist jetzt nicht unnötig straff, so dass man wirklich da nur am Hoppeln ist. So ist es nicht. Er hat schon noch einen gewissen Restkomfort. Warum die das so straff abstimmen, ist ja ganz klar. So ein höher gelegtes Auto hat ja doch einen hohen Schwerpunkt. Und um die Wankneigung in den Kurven da ein bisschen zu minimieren, ja, stimmt man ihn ein bisschen sportlicher ab, dass man dann, also was heißt sportlicher, aber ein bisschen straffer ab, dass doch so ein Hauch von Sportlichkeit aufkommt und dass die Wankneigung nicht so arg ist, ja. Aber ich finde hier den Kompromiss hier aus hohem Auto und dem Fahrwerk ist gut gelungen und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich muss aber auch sagen, aus dem EcoSport wird nie ein Kurvenräuber werden. Ja, er hat zwar die Fiesta-Gene drin, aber ganz so agil durchfährt er die ja, so enge Kurven auch nicht. Im Kreisel oder so macht er seine Sache ganz gut, ja, auf alle Fälle besser wie der Kuga und wie der Ford Edge, weil er halt nicht so schwer ist. Aber in flott gefahrenen Kurven muss man doch schon aufpassen. Ja. Da muss man doch hin und wieder mal das Gaspedal lupfen, weil er drängt doch ein bisschen so nach außen. Und ja, und die Sitze sind nun mal keine Sportsitze und die ja, fühlen sich auch nicht unbedingt gut an in den Kurven. Ja, also man wird da nicht gehalten. Man rutscht dann doch so ein bisschen hin und her und das ist schon ja, ein komisches Gefühl und dann geht man schon aus reiner Vorsicht vom Gas bis. Aber sonst fährt sich der EcoSport da, wo er eigentlich herkommt, wie ein Kleinwagen. Ja. Er fühlt sich in der Stadt richtig gut an, ist wendig. Ruckzuck hat man die passende Parklücke gefunden. Und das Bonbon ist halt, dass man halt ein bisschen höher sitzt und ein bisschen besseren Überblick auf die Straße hat. Ja, das ist halt der größte Vorteil von dem EcoSport. Und wer jetzt, sage ich mal, Fiesta kennt oder Fiesta fährt, da wird da so viele Unterschiede hier mit dem EcoSport gar nicht ausmachen, außer halt in den Kurven, wo halt ein bisschen unwilliger ist, wo der Fiesta doch da doch behende ums Eck geht.
So, das ist so der einzige Unterschied. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, die Geräuschentwicklung ist doch ein bisschen lauter. Ich fahre jetzt so 110, man hört doch schon Windgeräusche hier am Fenster und von hinteren Fenstern. Ja, das ist wahrscheinlich auch dem etwas größeren Angriffsschwerpunkt für den Wind geschuldet. Im Fiesta, der war zwar auch nicht der leiseste, aber da war es nicht ganz so, also bei den Geschwindigkeiten nicht ganz so laut, wie es jetzt hier im EcoSport ist. Wie gesagt, wird auch dem geschuldet sein, dass der EcoSport nicht mehr ganz technisch up-to-date ist. Ja, dass er doch da seiner längeren Bauzeit her sollen muss, ja. Dass man auf dem Stand von 2014 oder 2015 noch nicht ganz so weit war, wie man jetzt ist. Gerade so mit den Türdichtungen, so, die man jetzt verbaut, hat man halt früher wahrscheinlich nicht gemacht. Dadurch ist er ein Tick lauter wie jetzt die etwas neueren Modelle. Aber ich bin gestern knapp 100 Kilometer über Land, also wirklich nur Landstraße gefahren mit Landstraßentempo 100, 110. Ja, aber das ist völlig okay, völlig unproblematisch und auch nicht stört. Jetzt auf der Autobahn, wenn man dann ein bisschen schneller fährt, dann merkt man schon, dann muss man, wenn man sich unterhalten will, doch ein bisschen Stimme heben. Aber das, so ein Auto verleitet aber auch nicht zum Rasen. Ich denke mal, wenn man dann 130 erreicht hat, ist das eigentlich auch eine gute Reisegeschwindigkeit. Ja. Da kann man sich auch noch gut unterhalten. Also das ist nicht so dramatisch. Ja, sonst, ja, er fährt sich halt behender oder agiler wie so ein Kuga. Wie gesagt, er ist ja auch noch mal kleiner. Und wie gesagt, er fühlt sich in den Städten dieser Welt und auf den Landstraßen des Landes fühlt er sich doch am wohlsten. Und das merkt man natürlich auch. Ja, sonst ja, fährt er sich vortypisch, zackig, lenkt gut. Ja, die Federung ist erstaunlich gut. Er ist kein Sportwagen, wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Aber so für den Alltag, finde ich, ist das ein wirklich guter Begleiter. Und ich finde ja, wenn Ford bei der Markteinführung da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bewiesen hätte, dass sie ihm von Anfang an den Innenraum spendiert hätten aus dem Fiesta, der ja jetzt nicht so der hochwertigste Innenraum generell ist, ja. Ja, hätte sich wahrscheinlich auch der EcoSport auch in den Anfangsjahren besser durchgesetzt und man hätte nicht innerhalb von 3 Jahren 2 Facelift machen müssen, wo man nacharbeiten hätte, wo es nachher besser da. Ja, da hätten sich lieber noch ein Jahr Zeit genommen und hätten dann den vernünftigen EcoSport auf die Beine gestellt, wo halt auch der Innenraum klassenüblich denn war. Man durfte ja nicht vergessen, selbst bei der Markteinführung lag der EcoSport preislich doch über dem Fiesta. Und ja, und da haben viele wahrscheinlich dann, die mit dem Fiesta geliebäugelt haben oder Fiesta-Fahrer waren und auf dem EcoSport geschielt haben, wegen dem hohen Einstieg und so, die haben halt in den Innenraum geschaut und waren wahrscheinlich genauso erschrocken wie ich, dass dann die Qualität oder die verbauten Materialien noch schlechter waren wie im Fiesta und man sollte dafür dann noch mehr Geld bezahlen. Ja. Und das konnte einfach nicht gut gehen. Nur mal ein Beispiel, wie gesagt, das war der erste Eindruck, wo ich auf der IAA hatte, wo ich mir den EcoSport angeschaut habe. Ja, ich mache ja hinten die Tür auf, dann gucke ich dann auf eine Rückbank, die war noch nicht mal geteilt, das war eine einteilige Rückbank und das war, man hat nur das Metall gesehen. Ja. Also jetzt ist ja wenigstens ein bisschen Filz bezogen, die Rückbank. Also Rücklehne, damals war reines Metall, hab mir da schwarzes Metall angeschaut, wo ich mir dachte, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Das kann doch gar nicht sein für ein Auto, was dann doch über 20.000 Euro kostet, eigentlich unwürdig. Ja, und das
war halt der Fehler, den Ford sich hat ankreiden lassen müssen. Dass er halt den Ego-Sport halt nicht für den europäischen Markt fit gemacht hat. Weil die europäischen Kunden sind doch ein bisschen anders gestrickt wie die Südamerikaner oder wie die Asiaten, ja. Oder wie die Amerikaner generell. Ja, da wird doch mehr aufs Detail geguckt. Wo beim Ami, sage ich mal, der guckt nur unter dem Motorhaube, da muss ein V8 drunter sein, ja. Bei den Asiaten muss alles piepen und pimmeln und ja. Und alles Schnickschnack sein, da gucken doch die Europäer doch mehr auf Qualität im Detail. Ja, und das hat er nicht gehabt und ja, die Lektion hat Ford gelernt. Er hat sich ganz schlecht verkauft. Spötter sagen ja auch, es war schon von Anfang an eine Standuhr. Ja, aber das war damals so und Ford hat daraus gelernt, hat ihn dann mit den zwei Facelift dann fit gemacht. Und wie gesagt, im 2019 war das Rekordjahr vom EcoSport von der Verkaufszahlen her. Und da hat man dann schon gesehen, dass dann Ford da in die richtige Richtung gegangen ist. Jetzt so nochmal zur Modellpolitik von Ford. Ja, also nachdem sie den EcoSport ja hier in die Gänge bekommen haben, haben sie ihm einen Konkurrent im eigenen Haus vor die Nase gesetzt mit dem Ford Puma. Ja, ich kenne nun nicht die Hintergründe, was das bezwecken soll. Weil preislich ist der EcoSport ja nicht so viel günstiger wie im Puma. Ja, also das wäre noch eine Alternative, dass man ihm 5.000 Euro oder 6.000 Euro günstiger anbietet wie den Puma. Aber so macht für mich das wenig Sinn und für mich ist das eigentlich mit der Erscheinung des Pumas das Todesurteil für den EcoSport. Ja, wer kauft sich denn jetzt noch einen EcoSport, wenn er für fast dasselbe Geld das neuere Modell kriegt? Das optisch etwas jüngere Modell, optisch ansprechendere Modell mit dem Ford Puma, ja. Da weiß ich halt nicht, wo die Reise hingehen soll. Wenn ich mir den Nachfolger wünschen könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man den EcoSport als Elektroauto auf den Markt bringt oder als Plug-in-Hybrid, dass man ihn als reines Stadtauto konzipiert, auch mit den umweltfreundlichen Antrieben. Also da würde ich so seine Nische jetzt noch sehen. Aber er darf halt preislich nicht so aus dem Rahmen fallen. Und eine kleine optische Retusche täte ihm wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was ihr vom EcoSport haltet. Gefällt er euch, gefällt er euch nicht? Ich kenne ja viele, die den sehr hässlich finden. Wie gesagt, ich persönlich... Ich finde ihn gut. Ich hätte mir dann 2014 auch dann fast gekauft. Also er war auf dem Zettel ganz weit oben. Bis ich auf der Messe ihn mir näher angeschaut habe, dann habe ich ihn gleich gestrichen. Das waren halt so, das Manko, Innenraum-Manko, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da wirkte er wirklich, billig. Ja. Nicht preiswert, sondern wirklich billig. Also das hatte... Beim Auto, was da über 20.000 Euro kosten sollte, das hat einfach nicht gepasst. Ja, und die Quittung hat Ford auch bekommen, die ersten Jahre. Ja, Autofans, das sollte es jetzt auch gewesen sein von dem kleinen Fahreindruck-Video. Ich fasse nochmal zusammen. Ja, der EcoSport fährt sich halt wie ein Kleinwagen. Bisschen höher gebockt und ein bisschen unwilliger in den Kurven, aber ansonsten, er zieht gut durch, er beschleunigt gut, er ist spritzig, also das ist alles das, was man sich von einem Kleinwagen wünscht, gerade mit dem 1 Liter EcoBoost Motor ist das eigentlich die perfekte Kombination. Ja, Autofans, wer einen EcoSport von euch hat, kann ja auch mal seine Argumente reinschreiben, warum er sich ausgerechnet den EcoSport geholt hat.
was da seine Beweggründe waren und ja, wie ihr das seht, was halt mit dem Nachfolger vom Ecosport passieren soll, wenn er überhaupt einen bekommt oder soll er eingestellt werden. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Eure Meinung würde mich schon mal interessieren, weil das ist doch schon, na doch schon ein spezielles Modell, kann man so sagen. Ja, oder Fans, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein mit dem Fahreindruck von dem Ford EcoSport in einer Titanium-Ausstattung mit dem 1 Liter EcoBoost und 125 PS. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert auch weiter meinen Kanal und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich sage tschüss, euer Andreas. Bye.